ich habe zwei Funktionen oder zwei Rollen. Und zwar bin ich auf der einen Seite Doktorandin an der TU Dresden am Fachbereich Bildungstechnologie bei Herrn Professor Dr. Köhler und promoviere da über das Internet der Dinge in Bezug auf Bildung. Das ist das eine. Und zum anderen bin ich jetzt seit März diesen Jahres, also erst seit einer Woche, bei Bosch Software Innovations und bin da im Rahmen der technischen Redaktion tätig. Also Hintergrund der Dissertation ist, dass ich im Jahre 2010 Mitautorin einer Studie fürs BMBF war, wo es darum ging, Trendqualifikationen im Bereich Internet der Dinge mit Schwerpunkt auf Smart House zu identifizieren. Das bedeutet, um die Jahre 2010 habe ich mich sehr intensiv mit dem Thema Internet der Dinge beschäftigt und ungefähr 60 Interviews geführt mit insgesamt 76 Fachexperten und Expertinnen, die sich im Bereich Smart Home so tummeln. Und da habe ich sehr viel herausgefunden, zum Beispiel, dass ein gewerkeübergreifendes Verständnis sehr wichtig ist in Zukunft, um diese smarten Technologien in Betrieb nehmen zu können. Das bedeutet, wir haben eben versucht herauszufinden, was muss eigentlich ein Elektriker in Zukunft können oder irgendein Handwerker, um intelligente Technologien im Smart-Home-Bereich anbringen zu können oder warten zu können, installieren zu können, solche Geschichten. Ich war damals wissenschaftliche Mitarbeiterin am ISW-Institut, das für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung. Die haben drei Standorte. Der Hauptstandort ist in Halle und in Berlin gibt es auch ein Büro. Und so kam das, dass ich dort im Bereich der Bildungsforschung tätig war. Und die haben dann die Studie fürs BMBF zusammen mit dem VDI zusammen durchgeführt. Und ich war diejenige, die dann im Feld quasi die ganzen Interviews geführt hat und das Ganze aus der pädagogischen Sichtweise beschrieben hat. Ich bin von Hause aus Erwachsenenbildnerin, wenn man das so sagen kann. Ich habe Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt auf Erwachsenenbildung an der FU in Berlin studiert. Das ist auch schon ein Weilchen her, bestimmt gut 10 Jahre. Und habe mich da ganz intensiv mit der Thematik Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung beschäftigt, E-Learning und Wissensmanagement. Und das ist das Thema, was mich bis heute umtreibt. Also wie schafft man es, Informationen zu finden, zu strukturieren, aufzubereiten und verfügbar zu machen, für sich, aber auch für andere. Im weitesten Sinne ist das der Kern meiner Dissertation, weil es eben darum geht, wie schaffe ich eben genau dieses Wissen im Bereich des lebenslangen Lernens im Prozess der Arbeit. Wie schaffe ich es, mir genau das Wissen zu holen oder das Wissen zu finden, was ich just in diesem Moment brauche. Also nicht dieses Lernen auf Vorrat, sondern ich habe gerade ein Problem auf der Arbeit oder ich muss mich in ein neues Thema einarbeiten. Wie finde ich Wissen und wie finde ich auch Personen und Netzwerke, die mir bei der Erlangung dieses Wissens helfen können. Sehr interessant. Und dazu nutze ich dann quasi das Internet der Dinge im Bildungskontext. Und damit meine ich intelligente Bildungsnetze oder intelligente Lernumgebungen, die mich quasi unterstützen, dieses Wissen zu bekommen, was ich brauche. Also Internet der Dinge ist ja, wie der Name das schon sagt, dass Dinge plötzlich mit dem Internet verbunden werden. Also das, was man jetzt heutzutage ja schon totaler Standard ist, dass Computer mit dem Internet verbunden sind. Mittlerweile auch Smartphones ist ja eigentlich ein Ding, aber ein technisches Gerät. Und in Zukunft bedeutet das, dass eben Dinge, die per se eigentlich nichts mit Technik zu tun haben, wie ein Tisch zum Beispiel oder eine Tasse, durch IT aufgerüstet werden und dadurch die Möglichkeit haben, Kontakt ins Internet zu bekommen. Beziehungsweise dann haben die eben Sensoren und Aktoren integriert quasi und sind dann in der Lage, Informationen zu verarbeiten oder aufzunehmen oder beides. Bestenfalls dann auch noch Aktionen auszuführen und über das Internet Informationen zu verarbeiten und weiterzugeben. Naja, was heißt originelles Beispiel? Da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken, aber aus dem Smart-Home-Bereich. Also angenommen, du hast ein Fenster, ein Dachfenster, und das ist ausgestattet mit Sensoren und Aktoren.
Dann ist das Fenster zum Beispiel in der Lage, den CO2-Gehalt zu messen oder Feuchtigkeit zu messen. Wenn das Fenster dann feststellt, okay, es regnet, es ist nass, verarbeitet es quasi diese Information und gibt es an einen Aktor weiter und der sorgt dafür, dass das Fenster geschlossen wird, automatisch, ohne dass du was machst. Wenn du dann aber noch sagst, okay, ich verbinde das Fenster jetzt mit dem Internet, dann könnte sich das Fenster quasi selbst informieren und auf den Wetterbericht gucken und sagen, okay, heute Nachmittag soll es regnen, dann machen wir doch vorsichtshalber schon mal die Fenster zu. Ne? Also das ist jetzt das Internet der Dinge und das muss man sich jetzt vorstellen für jegliches Objekt, was uns umgibt. Also es gibt aktuelle Prognosen, wo man davon ausgeht, dass in Zukunft wirklich jegliche Objekte, die uns umgeben, eine eingebettete Intelligenz quasi haben. Und dann ist die Frage, wie nutzt man das eigentlich für die Menschen auch? Ne? Oder ein intelligenter Teppichboden, das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema im Bereich Ambient Assisted Living. Ne? Also ich hatte mal mit einer Firma zu tun, die machen so ein Sensornetz unter den Teppichboden. Und da kann man dann feststellen, ob zum Beispiel ältere Personen gestürzt sind oder solche Geschichten. Ne? Oder ob Einbrecher gerade durchs Fenster geklettert sind und lauter. Oder welche Fluchtwege auf einem Schiff überfrachtet sind, wo die Personen sich aufhalten. Ne? Also da gibt es schon ganz abgefahrene Szenarien, die man da in Zukunft mit verwirklichen könnte. Also mit der Frage habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich glaube, fast die Strahlung übers Handy, Smartphone ist krasser, als wenn ich jetzt eine Waschmaschine habe, die gelegentlich ins Internet funkt oder andersrum. Weil gerade im Bereich Smart Home ist es ja auch so, diese Geräte funken nicht permanent, sondern eigentlich nur dann, wenn eine Übertragung sinnvoll ist. Also es kann sein, da passiert den ganzen Tag nichts, nur wenn es dann eben regnet. Und das geht auch oftmals über ganz andere Netze, also manchmal kabelgebunden, aber es geht natürlich auch per Funk, je nachdem, welche Technologie man einsetzt. Ja. Das ist ein super wichtiges Thema. Und das ist auch ein Thema, was ich in meiner Dissertation unbedingt weiter ausbauen möchte, weil das ein absolutes Zukunftsthema ist. Damit muss man sich einfach beschäftigen. Weil wenn dann alles irgendwie mit dem Internet verbunden ist, bietet es Hackern Tür und Tor, aber auch anderen Firmen, Menschen, die die Daten missbrauchen möchten oder dann können. Und deswegen ist das ein Thema, mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen möchte. Und das ist mir persönlich auch ein Anliegen, dass man sich jetzt schon mit solchen Fragen beschäftigt und überlegt, wie könnte man IT-Infrastrukturen aufbauen, die eben genau sowas vorbeugen. Also ich meine, okay, ich bin ja jetzt nur in einer Fachcommunity, sag ich mal, unterwegs und da wird das immer angesprochen. Immer. Das ist immer eins der Themen. Und wenn ich dann mit meiner visionären Idee mit intelligenten Bildungsnetzen komme, ist das Erste, was passiert mit meinen Daten? Ist auch vollkommen richtig. Na, aber deswegen versuche ich ja hier auch in die Diskussion zu gehen mit anderen Fachleuten oder auch mit Hackern oder mit dem Chaos Computer Club oder mit ganz vielfältig unterschiedlichen Perspektiven, um eben dieses Thema im Vorfeld schon zu beleuchten. Ich würde das so sehen, dass das Internet der Dinge der Überbegriff ist, wo es verschiedene Anwendungsfelder gibt. Ein Anwendungsfeld ist zum Beispiel Smart Home. Ein anderes Anwendungsfeld wäre Industrie 4.0, Smart Factory, solche Geschichten. Wenn man das Internet der Dinge auf einen industriellen Bereich anwendet, dann geht es eben darum, dass Roboter, Maschinen in Produktionshallen quasi, dass die eben auch untereinander vernetzt werden und mit dem Internet verbunden werden und somit eine Steuerung möglich wird, die auf Geschäftsprozesse und auf Kundenbedürfnis angepasst werden will. Na, da kann quasi der Kunde sagen, okay, ich hätte gern ein Auto mit lila Reifen und dies und dies und dies und das. Und das kommt direkt in die Produktionsanlage. Der Roboter weiß das und macht das dann direkt so. Also da sind auch sagenhafte Dinge möglich, eventuell in Zukunft. Aber man muss es natürlich erstmal schaffen, die ganzen Anlagen und Maschinen
auf so ein System zu heben. Und das ist eben Industrie 4.0. Wenn die Geräte untereinander kommunizieren können und selbstständig auf Grundlage von Geschäftsprozessen die Produktion anpassen können quasi. Das waren die unterschiedlichen Bereiche. Ne? Du hast Industrie 4.0, dann hast du Smart Home, dann hast du im Gesundheitswesen riesige Möglichkeiten. Ne? Das, was ich eben angesprochen habe mit dem intelligenten Teppichboden, der sofort merkt, die Oma ist gestürzt oder solche Geschichten. Oder dann im Logistikbereich auch unfassbar großes Potenzial, um da eben die Logistikprozesse aufeinander abzustimmen. Und ein Bereich, der eben wirklich sehr wenig beachtet wird, ist der Bildungsbereich. Also was kann ich mit diesen ganzen intelligenten Technologien eigentlich im Bildungsbereich? Was ist da in Zukunft eigentlich möglich? Und deswegen beschäftige ich mich eben damit im Rahmen meiner Dissertation, indem ich eben intelligente Lernräume entwickeln möchte. Ja, das kommt eben so ein bisschen wieder drauf an, welches Szenario man sich da jetzt anguckt. Der Bildungsbereich ist groß. Ich selbst bin eher jemand, der sich so im Bereich betriebliche Weiterbildung darauf so fokussiert hat. Und wenn man sich den Bereich der betrieblichen Weiterbildung anguckt, dann findet die entweder irgendwie online statt oder in Seminar- und Konferenzräumen. So, und wenn ich jetzt intelligente Lernräume mir dieses Bild mal aufrufe, dann könnte ich mir das so vorstellen, dass du beispielsweise in einen Raum gehst, der stellt fest, okay, ihr trefft euch mit genau den gleichen Leuten einmal die Woche zu dem und dem Zeitpunkt und dann ruft das System gleich automatisiert die Inhalte auf, die beim letzten Mal Thema waren. Oder ich habe einen intelligenten Tisch, ich lege da mehrere Handys oder was weiß ich, irgendwas drauf und dann werden die Daten ausgelesen. Und wenn man davon ausgeht, dass jeder ja sein eigenes Wissen irgendwo abspeichert, sein individuelles, privates Wissen und das in den Handys beispielsweise gespeichert oder abrufbar ist und man viele Handys auf einen Tisch legt, der liest die Daten aus und zeigt dir dann automatisiert Verknüpfungen oder Erweiterungen oder so eine Art Empfehlung auf einem Screen. Ne? Also zum Beispiel, dein Kollege XY ist in der nächsten Woche auf haargenau der gleichen Veranstaltung wie du, ohne dass man es eigentlich weiß. Oder der eine beschäftigt sich mit dem Thema und wir haben hier noch einen Experten im Unternehmen gefunden, der macht sowas Ähnliches. Ne? Also das ist einfach auf Grundlage von Informationen, die es gibt und durch Anwendung von Data Mining und solchen Geschichten, Auswertung von Big Data, ist man dann in der Lage, Informationen zu generieren, die man so nicht hätte. Weil letztlich muss man immer sehr viel Energie aufwenden, um eben in einem riesigen Unternehmen herauszufinden, wer macht denn das Gleiche wie ich. Da gibt es im Moment keine Möglichkeit. Es gibt ganz viel paralleles Wissen. Und wenn man irgendwie in der Lage ist, das individuelle Wissen, was jeder mitbringt, egal eigentlich, in welchem Unternehmen ich arbeite, ich rede dann immer von persönlicher Lernumgebung, dass Erwachsene, die einen bestimmten Bildungshintergrund haben, ich rede dann immer von Wissensarbeitern, weil das betrifft ja auch nicht alle Personen per se, die so lernen und arbeiten wollen und können. Aber wenn man selbstorganisiert lernen kann, speichert man die ganzen Inhalte ja irgendwie ab. Man hat RSS-Feeds, man hat einen Twitter-Account, man hat Netzwerke, man hat Communities. Also das ist ja ein riesiges Bildungsnetz, was jeder quasi mit sich trägt. Und wenn es dann gelingt, diese individuellen Bildungsnetze mit den anderen zu vernetzen und dann in einen höheren Kontext zu stellen und dann Verbindungen über die Wissenseinheiten hinweg Verbindungen herzustellen. Das ist, glaube ich, total spannend. Und das Spannende daran ist ja, dass man quasi, dass diese Empfehlungen über das Netzwerk kommen. Also eigentlich, man hat ja so eine Art Grundkonfiguration. Man fängt erstmal klein an, ich sag mal mit 5, 6 Experten. Und dann ist es wie so ein Schneeballsystem. Und wichtig ist natürlich, dass man wirkliche Experten oder richtige Fachcommunities erstmal nimmt, weil auf der Grundlage die weiteren Informationen eine sehr hohe Qualität aufweisen. Also ich muss jetzt nicht wieder bei Null anfangen und das Internet durchforsten, sondern dadurch, dass ich weiß, die Anja
die hat da schon so eine Recherche gestartet und die hat da ganz viele Links zum Thema XY, da muss sie dann nicht nochmal von Neuem anfangen. Und wenn das quasi auch andere Professoren, also ich lese ja ganz viele Newsletter bzw. Blogs von Profs, und das ist ja schon in Anführungsstrichen qualitativ hochwertiges Wissen. Also das Wissen über intelligente Netzwerke anzureichern. Und diese Netzwerke gestalte ich ja auch selber. Also ich muss immer in der Lage sein, dieses System, was im Hintergrund auswertet, einzusehen, welche Daten werden da erhoben. Ich muss auch in der Lage sein, das zu steuern und zu sagen, okay, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr oder das soll jetzt gelöscht werden. Und das ist eben halt auch sehr wichtig, dass man sozusagen die eigene Autonomie über das, was mit den Daten passiert, behält. Bei mir geht es wirklich schwerpunktmäßig auch darum, Lernen in Communities, und oder also diese Communities of Practice, ne? Also durch den Austausch, entweder digital, aber gerne auch analog. Also bei mir sind das immer zwei Sachen. Also ich finde es auch total wichtig, nicht nur online zu lernen, sondern dass man sich auch mal persönlich trifft und dann auch in einem intelligenten Lernraum die ganzen tollen Inhalte aus dem Internet dann nochmal in live quasi prototypt oder bespricht, brainstormt, Bilder malt. Weil das ja nochmal, ja, weil das ist ja nochmal eine komplett andere Form des Arbeitens. Also ich kann mich informieren über das Internet oder über Communities und so, aber das erlebbar machen, was für mich total wichtig ist im Zuge von Lernen, das erlebbar machen und den sozialen Austausch, das schafft man dann eben eigentlich viel besser, wenn man sich privat aussieht. Oder was ist privat? Halt real, ne? Im realen Leben. Also meine Idee ist ja auch, wenn ich dann so ein System nutze, dass ich dann die Möglichkeit habe, das wirklich nur für einen bestimmten Zeitraum zu machen. Also angenommen, ich habe betrete so einen intelligenten Lernraum, dann ist das nur in diesem Lernraum über so eine Art Tisch oder weiß der Kuckuck was möglich. Und wenn man den Lernraum verlässt, sollte man die Möglichkeit haben, das alles löschen zu können. Und deswegen ist es wichtig, wer würde solche Systeme anbieten und vertraue ich dem dann eben auch. Ne? Ein ganz wichtiger Punkt. Ja, denke ich schon. Und ich finde das auch total wichtig, nicht nur in digital und Bytes zu denken. Und deswegen ist mir ja auch das Thema Lernräume so wichtig. Und beim Lernraum beziehe ich mich auf den analogen Raum. Und dass man eben immer noch mit einem Stück Papier arbeitet und mit einem Stift, die eben nicht mit dem Internet verbunden sind. Naja, der Maschine muss man alles beibringen, ne? Und das ist nicht so ganz einfach. Und genau das ist ja gerade so der Bereich, wo sich künstliche Intelligenz mit beschäftigt, ne? Also das, also Menschen, die verstehen sich in der Regel ziemlich gut über Kommunikation oder haben dann Möglichkeiten, ihre Kommunikation auf unterschiedlichen Sprachen, Wegen einzusetzen, damit das Gegenüber einen versteht. Aber bei Maschinen, da ist es viel schwieriger, weil die können ja nur Programmiersprache in Anführungsstrichen oder die können nur 0 und 1 unterscheiden. Und man muss Algorithmen dann programmieren quasi, damit die sich verständigen können, auch mit anderen. Und das ist auch ein Riesenproblem im Smart-Home-Bereich, weil die Geräte unterschiedliche Protokolle, sprich unterschiedliche Sprachen sprechen. Und deswegen gibt es da im Moment Aktivitäten in Richtung Gateway, also in Richtung Übersetzungsarbeit quasi. Ne? Dann gibt es nochmal ein technisches Produkt, das dann Schnittstellen hat zu unterschiedlichen Protokollen, damit die Maschinen sich verständigen. Gibt es da nicht bald irgendwann auch eine DIN-Norm? Versuchen die das nicht? Ich glaube, da ist man noch recht weit von entfernt, weil es gibt so viele unterschiedliche Hersteller, so viele unterschiedliche Protokolle und Standards und hast du nicht gesehen. Das ist schwierig. Also ich glaube, es wird nie die eine Sprache geben. Das wird es nicht geben in der Maschinenwelt, sondern es wird Gateways geben, die unterschiedliche Protokolle übertragen können, als Schnittstellen dann fungieren. Na, die können mehr, die Maschinen. Also erstens, durch die technologische Entwicklung ist es möglich, viel mehr Daten zu speichern. Das bedeutet,
Man kann auch Videos und Bilder aufnehmen. Also sprich, alles, was in Richtung Gestik geht, können Maschinen ja auch aufzeichnen und auswerten. Na, wenn ich jetzt eine bestimmte Gestik mache, könnte theoretisch ein Fernseher in der Lage sein, daraus Rückschlüsse zu ziehen. Wenn ich jetzt immer diese Bewegung mache und das Einschalten bedeuten soll, wäre der Fernseher in der Lage, das standardmäßig auszuwerten und darauf zu reagieren. Und technologisch betrachtet hat man dann einfach viel mehr Speicher zur Verfügung, um eben permanent Bildauswertungen machen zu können. Ist ja auch eine riesige Rechenleistung im Hintergrund verbunden. Naja, also in der Gaming-Szene absolut, ne? Also hier die Kinect und wie sie alle heißen, die machen das ja jetzt nicht erst seit gestern eigentlich und das sind auch die Vorreiter. Oder dann halt im Militär, ne? Das ist dann halt die andere, also da, wo es dann wirklich um Robotik geht und so Geschichten. Und da tut sich schon einiges, aber im Alltag, also ich glaube, das sind halt so die Spezialbereiche, wo das definitiv schon da ist, aber im Alltag, bei uns ist es noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in 10 Jahren ganz anders aussieht. Naja, wohl gerade das ist ein Feld, was noch sehr schwierig ist, einfach aufgrund der Rechtsgeschichte. Ne, also angenommen, ich habe jetzt einen Roboter, der mir morgens meine Milch bringt oder meinen O-Saft, weil ich nicht mehr so gut laufen kann. So, und dann verletzt der Roboter mich aber aus Versehen. Ja? Der macht dann mit dem Arm so und will mir die Milch geben und bricht mir dabei selbst den Arm, ne, weil er mich irgendwie erwischt hat. Ja, und dann ist die Frage, wer haftet? Und solche Sachen sind noch nicht geklärt und deswegen gibt es solche Dinge noch nicht. Technisch wäre man in der Lage, die im Haus rumlaufen zu lassen, aber es ist nicht, also diese ganze Gesetzeslage ist noch komplett offen oder auch bei einer Versicherung. Ne? Wer zahlt dann eigentlich, wenn was passiert? Das ist bei automatisiertem Fahren genau das Gleiche. Mein Auto kann theoretisch selbst einparken, aber das Gaspedal betätigen muss ich, weil wenn ich dabei ein Kind erwische, bin immer noch ich diejenige, die schuld ist und eben nicht das Auto oder der Konzern, der dahinter steht, der Hersteller. Hm? Naja, also quasi schon auch wieder über selbstorganisierende Systeme quasi. Ne? Also dass man versucht, die Menschen zu befähigen, das alles zu bewältigen. Also ich meine, letztlich hängen ja immer Menschen irgendwo dran, ja. Egal, ob es jetzt Gesetze sind oder ob ich ein Mitarbeiter bin oder ob ich Gesetze schreibe oder keine Ahnung. Es hängen ja immer Menschen in der ganzen Geschichte drin. Und also ich denke, der springende Punkt ist, dass die Menschen in der Lage sein müssen, diese ganze Komplexität zu verstehen und auch zu reduzieren in einem gewissen Maße. Weil es gibt ja viele, die damit schon gar nicht mehr klarkommen, ja? Also wie schafft man es, diese ganzen Entwicklungen teilweise auch ein Stück weit wieder zu reduzieren und dass sie zur Einfachheit kommen und eben einen nicht total überfordern? Und die Menschen selbst zu befähigen, damit klarzukommen. Also ich habe den Eindruck, dass zumindest die Unternehmen, die ich kenne, da noch total am Anfang stehen. Die haben das große Ganze, die können das im Moment nicht fassen. Da gibt es so ein paar Spots in den Firmen, so ein paar Leuchtturmprojekte oder Personen, die sich damit beschäftigen. Aber je größer die Firma wird, desto schwieriger wird es, da so ein Gesamtkonzept, eine Strategie abzuleiten. Und das ist der springende Punkt. Im Moment sind alle so auf Halb-Acht-Stellen so, oh, da passiert gerade ganz viel. Oh, ich muss irgendwas mit 4.0 machen. Hauptsache 4.0 steckt da drin, ja. So, ja, und dann wird dann viel gequatscht, dann wird hier ein Arbeitskreis gemacht, da ein Arbeitskreis. Ja, aber das eine wirklich effektive Strategie zu entwickeln, das ist mega schwer. Und ich glaube, das dauert auch noch. Also je größer die Firma ist, glaube ich, desto schwieriger wird es. Je kleiner, desto einfacher. Ne, wenn du ein Startup bist, dann hast du 10 Mann, okay, wir machen alle Web 2.0, wir nehmen alle das Tool, fertig ist die Chose. Ne? Wenn du jetzt aber eine Anlage mit 100.000 Robotern hast, die alle ein anderes System haben, ja, dann wird es schon schwierig. Ne? Also insofern denke ich, also in der Umsetzung, das wird noch dauern.
Naja, im Bereich Internet der Dinge kann ich das nicht sagen, aber Smart Home und so, klar, das sind asiatische Märkte um einiges weiter. Da ist es teilweise schon Standard, weil die einfach, keine Ahnung, woran das so genau liegt. Vielleicht haben die nicht so solche Sicherheitsbedenken, vielleicht haben die auch ganz andere Gesetze. USA ist ja auch so ein bekanntes Beispiel. Da sind die Rahmenbedingungen einfach anders und die Leute sind ein bisschen anders gestrickt. Also klar, die Gesetze bilden erstmal den Rahmen, ja, innerhalb derer ich mich bewegen kann. Und wenn da halt schon Gesetze existieren, die es mir erschweren, solche Systeme auf den Markt zu bringen, dann ist da natürlich erstmal eine Hürde. Und ja, da gibt es natürlich auch schon ganz andere Länder, die da ganz andere Dinge machen. Aber das ist ja nicht, also per se finde ich das ja nicht, also ich persönlich finde die Gesetze schon auch total wichtig, damit es eben auch nicht in so einen Missbrauch fallen kann, sag ich jetzt mal so. Naja, also ich sag mal so, ich habe jetzt letztens mit einem Startup gesprochen gehabt, die haben, was haben die denn gemacht? Die haben ein Baukastensystem für das Internet der Dinge entwickelt. Also quasi für Hersteller, die Produkte für das Internet der Dinge anbieten möchten, aber denen die Software dafür fehlt, also das User Interface. Und dieses Startup hat sozusagen ein System entwickelt, womit man sich per Baukastensystem so ein User-Interface zusammenbasteln kann, inklusive App dann für den Endkunden. Da fehlen mir die Cases, wenn ich ehrlich bin. Also als ich die ganzen Interviews geführt habe, war die Branche, was das betrifft, leider sehr verhalten. Das muss man einfach mal dazu sagen. Da mag es auch Ausnahmen geben. Also ich habe zum Beispiel meine Firma gesehen, gehört, gesprochen. Die haben Technik in Türen eingebaut. Na, also hast du so eine Holztür. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war, aber das war irgendwie so eine Art intelligente Tür oder da war irgendwie ein Radio drin und weiß der Kuckuck was. Also da waren so die ersten Ansätze erkennbar. Und es gibt natürlich auch Designer, die dann in ein Sofa Technik einbauen und solche Geschichten. Und wenn man Smart Home an sich betrachtet, ist es auch ein ganz wichtiger Bestandteil, ne? Dass Technik in die Umgebung direkt eingebaut wird und dass die Boxen in der Decke eingelassen sind und lauter so ein Zeug. Aber ich glaube, das ist immer noch so ein Spartenthema. Also das ist auf gar keinen Fall angekommen, würde ich sagen. Also noch viel Potenzial, um sich zu profilieren. Extrem viel Potenzial, ja. Okay, das ist doch mal was. Nee, eine Informatiker-Ausbildung auf gar keinen Fall, aber man muss sich mit IT auskennen, mit Netzwerken. Und wie lernt man denn das, wenn man es nicht kann? Also ich würde sogar sagen, man könnte sich das autodidaktisch aneignen. Also ich habe ja mit Leuten gesprochen, die sich das komplett autodidaktisch angeeignet haben, weil die Berufsausbildung im Moment bietet es eh nicht an. Oder fang gerade damit an. Und die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die haben das alles selbst stundenlang an ihrem eigenen PC rumgewurschtelt. Und das ist echt dieses Experimentieren und Probieren. Diese Technologie, die ist ja auch noch nicht so ausgereift, dass man sagen kann, das funktioniert alles sofort ganz einfach. Das ist ja Quatsch. Das hat immer noch sehr viel mit Experimentieren zu tun, mit hier Knöpfchen drücken, da Knöpfchen drücken, hier parametrisieren. Oder hier noch konfigurieren und das sind so Tüftler. Ja, also das ist ein ganz besonderer Schlag an Menschen, die da irgendwie Bock drauf haben, sich solche Dinge herzustellen. Ist auf jeden Fall ein riesiges Problem. Also alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die genauso Leute suchen, ja, finden sie nicht. Weil das Ding ist halt auch diese Technologien, die da verwendet werden. Das ist halt auch so ein Nischending. Ja, wer hat heutzutage schon was mit Ocean zu tun? Ne, das ist zum Beispiel so ein Funkübertragungsprotokoll. Da
es ist, funktioniert halt auch nur genau in dieser einen Branche Smart Home und sonst kannst du damit wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Das bietet natürlich für Unternehmen eine Möglichkeit, da aufzusetzen und Kundenbedürfnisse zu befriedigen. Zum Beispiel dadurch, dass die Infrastruktur, was jeder zu Hause schon hat, die Möbel genommen, also genommen wird und überlegt wird, okay, wie kann ich die Box jetzt beispielsweise in das Sofa einbauen und dann übers Handy steuern. Nö, Studiengang so oder so nicht, weil wir reden ja von mittlerer Qualifikation, aber es müsste halt irgendeine Zusatzqualifikation sein. Ne? Es gibt ja auch Zusatzqualifikationen im Bereich Smart Home, ne? Aber das ist dann auch wieder nur KNX. Das ist ein bestimmtes Übertragungsprotokoll. Oder dann halt nur wieder N-Ocean. Oder bist du das, dieses ganze, also da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten. Und das Problem ist, es ist halt nicht standardisiert. Jeder Hersteller macht da sein eigenes Süppchen. RWE macht da sein eigenes Süppchen, die haben ein Produktportfolio, irgendwie etliche Hersteller und jeder macht was Eigenes. Und diese ganzen Produkte, die es gibt, sprechen eine unterschiedliche Sprache. Und das ist das große Problem im Bereich Smart Home. Ja, der muss erstmal gucken, was für Produkte gibt es, welche Protokolle sprechen die Produkte. Muss man so theoretisch anfangen, dass man erstmal das ganze Spektrum irgendwie sich aneignet? Eigentlich schon, ja, weil Smart Home macht ja nur dann Sinn, wenn du das Licht mit der Audioanlage und der Sicherheitstechnik koppeln kannst. Und das ist ja genau das Gewerkeübergreifende. Oder du hast ja auch wieder nur so eine kleine Lösung, dass du zum Beispiel die Box dann ganz schick irgendwo integriert hast oder mehrere Boxen. Also am besten hast du ja die Boxen dann im Schlafzimmer, im Sofa, keine Ahnung, überall. Ne? Und dann kannst du das alles über dein Handy steuern. So, und wenn du jetzt mal überlegst, okay, jetzt wohne ich ein bisschen am Stadtrand und da kommen dann oft Einbrecher, wäre es natürlich total cool, wenn ich jetzt die Sicherheitsanlage noch an das Audiosystem koppeln kann. Wenn die einsteigen, ertönt überall ganz laut Rammstein und es nicht geht an. Na, die sind schneller wieder weg, als man gucken kann. Aber das ist nicht genau der springende Punkt. Da musst du die Lichtanlage mit der Sicherheitstechnik mit der Audioanlage koppeln. Und da kommen die Protokolle ins Spiel, weil die alle anders gesteuert werden. Also es gibt halt wenige Systeme oder dann sind sie extrem teuer, die halt gewerkeübergreifend einzusetzen sind. Dann koppelst du das noch mit der Heizung, mit den intelligenten Fenstern, dann mit der Tiefgarage, mit dem Auto. Ne, das Auto wird dann elektrisch geladen oder nicht geladen. Dann produzierst du noch Strom mit der Photovoltaikanlage und schwuppdiwupps bist du in so einer relativ komplizierten Kiste drin, ne? Und deswegen braucht man schon den großen Überbau. Eben drum. Und deswegen ist es eben nicht so einfach. Und deswegen gibt es wenig Käufer, weil die eben zum Beispiel schon dieses Problem haben, auf welches System setze ich denn? Und welches von diesen Systemen ist ausbaufähig? Das ist nämlich genau der springende Punkt. Sehr, sehr gut. Und dann, wenn du eben noch in Richtung Strom denkst, Smart Metering, Smart Grid, das Auto ist in Zukunft der Energiespeicher. Na, und du wäschst dann nur dann die Wäsche, wenn gerade Strom billig ist oder das Auto noch was hat. Ja? Das sind dann das sind dann intelligente. Dann wird nämlich intelligent. Intelligent wird es erst dann, wenn du verschiedene Bereiche miteinander vernetzt und dann auf deine Bedürfnisse abstimmst. Dann wird es intelligent. Das können nämlich auch nicht alle. Smart Home ist nicht gleich smart. Also smart ist jetzt nicht per se intelligent, nur weil du es nicht jetzt per Handy anschalten kannst. Das ist ja nicht intelligent. Unbedingt. Das ist absolut der richtige Weg, meiner Meinung nach. Wir haben ja mal ein Projekt gehabt. Wir haben ein Projekt gehabt, das wir auf der Studie aufgesetzt haben. Wir haben ja in der Studie theoretisch herausgearbeitet, was für Qualifikationen braucht man in Zukunft. So. Was waren jetzt denn? Erklär mal gerade, welche Qualifikationen. Das waren jetzt mehrere. Die Studie sind. Naja, eben dieses gewerkeübergreifende Verständnis. Das war überall wichtig. Damit ich ungefähr weiß, okay, was hat denn jetzt die Sicherheitstechnik mit der Lichtanlage zu tun oder mit der HiFi-Anlage? Genau das Szenario, was ich eben beschrieben habe. Wenn der Einbrecher kommt, dann geht überall Licht an und Musik geht an. Ne?
So, da muss man Verständnis dafür entwickeln, wie das alles zusammenhängt und welche Anwendungsszenarien daraus resultieren. Das ist das eine. Dann brauchst du natürlich ein Grundverständnis von IT. Ja, also ich gehe dann in das Haus und brauche auf jeden Fall irgendwie, ich muss wissen, was eine App ist, ich muss ein Netzwerk erkennen, ich muss natürlich mir irgendwelche Updates aus dem Internet ziehen, also so die Basics irgendwie. Und dann muss man natürlich sich im Smart-Home-Bereich mit den Technologien auskennen. Also wie werden Daten übertragen? Das sind diese ganzen typischen Smart-Home-Protokolle, KNX, InOcean, Z-Wave, ach keine Ahnung, das sind so ein paar, die es da halt gibt, aber eben auch verschiedene Produkte, Produktlinien oder Anbieter. Also da sollte man eben auch wissen, wer tummelt sich auf dem Markt, welche Technologien werden eingesetzt. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du Informationsprotokolle über das Stromnetz schickst. Das ist Digitalstrom. Die machen einfach eine kleine Lüsterklemme an das Licht dran und schicken dann durch das Stromnetz quasi ein zusätzliches Infopaket, damit du dann dein Licht steuern kannst, ohne dass du neue Kabel verlegen musst. Also da gibt es die wildesten Sachen, ne? Und da sollte man halt schon auch so ein bisschen so einen Überblick drüber haben. Okay, so, jetzt hat man den groben Überblick und was hat es mit den Kooperationen, mit dem Projekt? Genau, und zwar gibt es ja schon Experten in dem Bereich. Und die Frage ist, wie kann ich die anzapfen? Ne? Und wir haben im Rahmen unseres Projektes mit 18 Firmen deutschlandweit zusammengearbeitet. Also es war auch ein gefördertes Projekt, muss ich dazu sagen. Von der Initiative Gleichstellen war das und es ging darum, Frauen in der Wirtschaft zu fördern. Das bedeutet, wir haben ausschließlich Frauen diese Qualifikationen näher gebracht. Und wie haben wir das gemacht? Eben über Communities und über Lernbegleitung am Arbeitsplatz. Das bedeutet, wir hatten zwei Komponenten. Eine persönlich am Arbeitsplatz, ja? Also ich meine mit Face-to-Face von Fachexperten, die dann wirklich nur für die Tätigkeiten, die die machen mussten, on the job, Hilfestellung gegeben haben. Ne? Und das Zweite war, wir haben eine Community gehabt, wo es nur um den Austausch der Lernergebnisse ging. Und dann haben die Frauen über so eine Art Lerntagebuch ihre Lernfortschritte dokumentiert und parallel dazu auch alle Informationen, die sie im Internet gefunden haben. Da gibt es ja etliche YouTube-Tutorials zum Thema Smart Home und was es da nicht alles gibt. Das haben die alles schön reingepostet. Wir hatten nur 36 Frauen, wir hatten zum Schluss über 900 Blogbeiträge. Und da haben die ihr Wissen quasi geteilt. Man lernt dann von den anderen und bekommt dann erstmal so ein Bild von dem großen Ganzen, weil jede Firma macht ja auch was anderes. Wir hatten da ein Pflegezentrum dabei, also sprich intelligente Technik im Altersheim quasi. Dann hatten wir die Firma dabei, die intelligente Teppichböden macht, wieder was komplett anderes. Dann hatten wir natürlich eine total klassische Elektrofirma, Euronics, dabei. Die haben ja alle unterschiedliche Schwerpunkte. Aber nichtsdestotrotz haben die ja auch Wissen, was für andere spannend sein könnte. Und das haben wir dann an einem zentralen Ort in dieser Community geteilt. Also wirklich nur intern. Wir hatten aber natürlich auch Netzwerke nach außen, zum Beispiel eine Facebook-Gruppe oder eine Xing-Gruppe. Und da konnten uns dann wiederum Leute finden, die sich mit dem Thema auch auseinandersetzen wollten und sich dafür interessieren. Und so haben wir es geschafft, durch Netzwerke, die geöffnet und geschlossen waren, das Wissen zu teilen und anzureichern. Und ganz wichtig war eben auch diese persönliche Komponente am Arbeitsplatz, die natürlich... Also wir haben das Feedback bekommen, dass das viel effektiver ist, als wenn du halt eine Standardschulung machst. Eine Standardschulung bringt halt bei Smart Home jetzt nicht so viel, weil das wäre viel zu viel. Die brauchen ja nur das Wissen, was sie am Job brauchen. Und deswegen macht es halt Sinn, genau für ein paar Tage, ich glaube, wir hatten 6 Präsenztage, sozusagen Lernbegleitung, Coaching, also eher so dieser Beratungscharakter. Die haben aber natürlich teilweise auch fachliche Schulungen dann bekommen vor Ort. Und das war das Interessante, dass das halt echt ganz gut funktioniert hat. Wir haben super Feedback bekommen. Wir haben ja auch den 2. Platz beim Deutschen Weiterbildungspreis gewonnen. Wir haben Imagefilm auf YouTube. Also wir haben auch schon die Netzwerke und die Power so einer Community auch wirklich genutzt. Super. Und die Frauen, es gibt einen Smart Home Award und die vom Altenheim oder vom Pflegekompetenzzentrum, die haben sogar den Smart Home Award gewonnen. Zum ersten Mal, dass Frauen
in der Smart-Home-Branche oben auf der Bühne stand. Ja? Und das haben wir unter anderem hier zu verdanken.